So, da sind wir beim zweiten Part von Rogue Legacy und ich habe den Ton ein bisschen leiser gedreht, der war beim letzten Part, glaube ich, also meiner Meinung nach ein bisschen zu laut, im Gegensatz zu meiner Stimme. Und ich habe ein paar Sachen jetzt mal angeschaut im Spiel, weil wir links oben Level 7 sind. Ich glaube, das entkommt durch sämtliche Upgrades, die wir machen. Zudem können wir im Startmenü einmal A-Taste drücken, weil ich es gerade mit dem Gamepad spiele übrigens, nicht wundern. Dort stehen auch einige Start hier. Wir sind gerade sehr Dude. Und da haben wir auch einen Stärkewert, einen Intelligenzwert, Crit-Chance, Crit-Damage, Gewicht, was wir ausgerüstet haben, welche Runen, welche Traits wir haben. Wir reden einfach erstmal mit der Runenfrau und finden heraus, was diese denn überhaupt macht. Hello, Hero. Ah, sie hat eine dunkle Stimme. Could I borrow your ear for a moment? I'm in need of your help. A long time ago, I was a very powerful enchantress. But one day, the monsters of this castle invaded my dreams and stole my knowledge. Okay. They encased that knowledge in runes, and without those runes, I suck at my job. Please, Hero, if you find any runes, bring them back to me, and then I'll sell it back to you at a profit. Na, das klingt ja nett. Aber sie hat auch eine Sprintrune. Gain the power to dash short distances. Multiple runes can allowing for multiple dashes. Ach, guck mal. Das sind Angriffsverteidigungs... Ach, ich kann sogar sehen, jedes meiner Rüstungsteile einmal verzaubern. Und dann kann ich später zum Beispiel mir einen Dash holen für mein Schwert. Gut, dann sparen wir das doch mal gleich an. Warum hast denn du eigentlich ein Ausrufezeichen? Hast du noch was zu erzählen oder hast du nur irgendwas Neues zum... du hast was Neues zum Herstellen, okay. Ja, eine bisschen arg bessere Rüstung, die aber auch gleich 100 mehr kostet. Okay, cool. Dann schauen wir mal, wie weit der Dude heute kommt. Ob der Dude auch wieder direkt irgendwo am Anfang verreckt. Aber hier, nimm Sensen und nimm mein ganzes Geld. Thank you. Bin ich ja mal gespannt, wie weit wir heute schaffen, ohne direkt zu verrecken. Denn wir sind ja ein Recken. Oh Gott, dieses Wortspiel. Ach, was zum Himmel, Hölle. Ach so, wir können auf den Schränken stehen. Aber trotzdem, was ich bin schon halb tot. Was? Ich nehm's einfach hin und schlag's kaputt. Okay, bisschen Leben kann eh nicht schaden. Na, da schießt wieder so ein Auge nach uns, müssen wir aufpassen. So, haben wir dich auch getötet. Den Spiegel töten wir am besten auch. Ich werde schon langsam besser. Hoffe ich doch zumindest. Will ja nicht in jedem Part direkt wegen allem verrecken. Wie war das mit besser? Ich kann mich nicht dran gewöhnen, dass ich auf den Regalen stehen kann. Aber gut. Ich kann auch blocken, ne? Ja. Sollte ich auch mal probieren. So, du bist auch tot. Und das Fass vernichten wir auch. So. Soweit ich weiß, kostet Blocken ein wenig von unserem Mana. Deswegen versuche ich gerade erstmal die One-Hit-Gegner auszuschalten. So, alle Gegner sind tot, das ist schön. Da würde ich wieder... Oh, Stacheln. Stacheln, Stacheln. Ja, Stacheln. Gut, so viel zu unserem Leben. Das war mit Sir Dude. Wurde durch eine Bodenfalle getötet. Dann schauen wir doch mal direkt weiter. Hier sehen wir noch unseren Stammbaum. Sir Dude. Er war tapfer, aber nicht tapfer genug. So, was hast du denn? With weak limbs, you can't knock enemies back. You have... Ah, da kommen, fehlen ein paar Buchstaben bei... Ah, ne. Die fehlen absichtlich. You have trouble reading things. Okay. Launches orbs everywhere. Careful. Very weak, but very intelligent. Ach, das ist ein Mage. Eine Frau ist das sogar. Das erkennt man an der Schleife am Kopf. Nehmen wir so Johnny... Nochmal ein Paladin, oder? Ja. Schauen wir doch mal, wie Sir Johnny sich heute anstellt. Wir haben 310, das heißt, wir könnten uns das Upgrade holen. Can kill spells better. Okay, das verbessert auch unsere Zauber so ein bisschen. Upgrade Mage. Und hier können wir wahrscheinlich eine andere Klasse auch noch upgraden. Aber ich würde sagen, wir sparen uns unser Geld und holen uns jetzt erstmal den Dash. Hallo du, ich möchte diesen Dash haben. Danke. Press eine der Schultertasten. Ah ja.
Ich habe noch 130 Geld. Ach, guck mal, der geht sogar durch die Luft. Ach, der ist ja praktisch. Der ist ja wahnsinnig praktisch. Ja, kann ich mir nicht leisten. Vielleicht die? Ne. Nein. Ja. Ach, ich kann ja nochmal zum Fluss zurückgehen. Da war ja was. Kann ich ja nochmal für 130 meine Rüstung verbessern. Yay, Level 2 von 25. Dann schauen wir doch mal. Das Schloss wird auf jeden Fall später noch um einiges größer. So, jetzt kannst du meine ganzen 5 Gold haben. Dankeschön. Den Dash werde ich bestimmt gebrauchen können. Noch nicht mit der Steuer... Mit dem Blocken bin ich noch nicht ganz vertraut, dass das auf Y ist. Das ist so... Aber ein bisschen suspekt und ihr macht wahnsinnig viel Schaden. Was ist denn los mit euch? Was ist mit dich hier wieder? Dass hier kein Flächenschaden kommt. So, dich hau ich einfach von unten. Haha, hat er mich nicht getroffen. Dich am besten auch gleich kaputt. So, was heißt diese Aufzählung an Punkten da links unten? Ich hab keine Ahnung. Oh. Natürlich, das Standgeschütz kann sich umdrehen und nach uns zielen. Oh. Ich sehe ein Problem mit meiner Klasse. Ich kann keine Gegner zurückwerfen. Das stand ja aber auch so da. Aber ich habe es gekonnt ignoriert. Dieser Kamin möchte mir nicht gefallen mit dem Schlüssel davor. Ist es die Truhe, die versperrt ist, oder ist es der Kamin? Ja, es war nur die Truhe, die angezeigt ist. Ich dachte schon, der Kamin ist böse oder sowas. Man weiß ja nie. Ja, das Geld wollte ich auch sagen. Um Gottes Willen. Gehen wir einen anderen Weg. Wir haben eh keine große Auswahl. Doch eher gesagt, wir haben eine große Auswahl. Was ist denn hier unten? Da sind Stacheln am Boden. Da sollte ich auf jeden Fall aufpassen. So. So, erstmal die drei ausgeschalten. So, dich auch ausgeschalten. Oh, der Dash ist toll. Da liegt eine neue Waffe. Könnten wir mitnehmen. Spellfound. Jetzt haben wir halt einfach einen anderen Zauber. Hier wäre wieder der Boss, aber wir dienen uns erstmal... Ach, guck mal, Nightcape. Das ist schon mal schön. Und hier ist ein bisschen Gold. Übrigens, diese Platten hier sind Teleportationspunkte. Da können wir uns überall teleportieren, wo wir welche haben. Es gibt noch diese Fairy Chests. Die sind manchmal selten. Oh, ich dachte, du brauchst 2 Schläge. Bitte nicht noch einer, bitte nicht noch einer. Okay. Sind's so per Aufgabe versteckt, so gesehen. Und da muss irgendwas Bestimmtes erfüllen. Kann ich beim Springen blocken? Nein. Zack, 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 zack. Wann springe ich denn da am besten? Oh Gott, das ist so schnell. Ich schaff's gerade, kein Timing zu finden für mich. So. Ja, es hat sich wenigstens gelohnt für das Geld. Und blockend runterfallen, das geht zumindestens. Halt. Moment. Wenn ich schon hier bin, kann ich wenigstens so ein bisschen Möbel kaputt schlagen. Ja, die großen kann ich auch kaputt hauen. Wunderbar. Hier ist ein Fragezeichen noch in dem Raum. Ich glaube, jetzt gibt's... Das heißt, dass es hier ein Geheimnis gibt? Kann das sein? Aber ich wüsste nicht wo. Ich versuche gerade hier mal oben zu drücken oder so. Hm. Oder Moment mal, es gab doch hier so ein Inhaltsverzeichnis, so ein Impressum. Bonusroom. Okay, das ist nur ein Bonusroom. Hier gab es halt die Fähigkeit zu holen. Okay, die können mich auch treffen, hundertprozentig. Das ist schön, da muss ich mich also vor denen hüten. Gehen deine Schüsse eigentlich durch Wände durch oder prallen die da ab? Ah, die gehen durch Wände durch. Natürlich. Wie komme ich denn darauf, dass die nicht an Wänden abprallen? So. Hier ist noch ein bisschen gratis Gold so gesehen, weil ich mir nichts antun kann. Da komme ich nirgends durch. Da kann ich nirgends aufschlagen. Achso, nee, das war eh der Raum daneben. Da war ich ja schon drin. Wollte mich von der Map irritieren lassen. Okay, gehen wir mal wieder ein bisschen weiter nach links zurück. Haben wir so gesehen keine Wahl. Außer wir würden natürlich mit 16 HP zum Boss gehen, den wir eh noch nicht schaffen. Was sich natürlich über alles lohnt. Ich werde einfach, glaube ich, die Demo so weit spielen, bis wir einmal den Boss schaffen. Das sollte mehr als genug Content darstellen. Und später wird das Spiel ja um einiges erweitert. So.
Ein Giga-Zombie. Ich blocke einfach. Oh Gott, die machen kaum Schaden. Hätte ich nicht eine effektivere Fähigkeit kriegen können? Egal. Zombie-Schnu. Ah, das war's mit dir, Zombie-Schnu. Dafür kriegen wir noch eine Brustplatte, die wir uns bauen können. Wir haben fast 1000 Gold. Meine Güte. Sind ja Milliardäre. Ich checke übrigens immer die Wände wegen den Geheimgängen, die es angeblich gibt. Laut Trailer. Deswegen bin ich mir nie sicher, wo ich überhaupt lang möchte. War ich hier schon drin? No looking. Was soll das heißen, no looking? Aber ich kann ja nicht rückwärts laufen. Deswegen versuche ich gerade herauszufinden. Oh Gott, das Wellen geht weg. Mein Mana ist gleich leer, ich bin tot. Oh Gott sei Dank, sie sind weggeflogen. Wie hätte ich das schaffen können? Hm. Das ist auf eine dieser Special-Aufgaben-Truhen auf jeden Fall gewesen. Die wir erfolgreich nicht bekommen haben. So, jetzt möchte ich ganz schnell dich hauen. Bevor du überhaupt zauberst. Das ist, glaube ich, die einfachste Methode, die loszuwerden. Sie erst gar nicht zum Zaubern kommen zu lassen. Und die beste Methode, an Geld zu kommen. All the money belong to me. Und ihr seht schon, später wird wahrscheinlich eine Runde ein bisschen länger lauern, als nur 5 Minuten, bis ich tot bin. Hoffe ich doch zumindestens. Ah, danke für die... Da war eine Kiste drin im Raum. Ich schau erstmal nach da. Nö. Boah, ich wäre fast reingesprungen. Hier brauche ich einen Schlüssel. Oder auch nicht. Normalerweise. Vielleicht habe ich auch schon. Nee, es gibt ja keine Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit den verschlossenen Truhen, wann die sich öffnen und wann nicht. So. Ach. Da schießen die abwechselnd. Das Timing war hier sehr, sehr doof. Aber wir haben ein paar mehr Gegner getötet als beim letzten Mal zumindest schon mal. So, Johnny was done by a in. Was? Was done in by a Project Tiger? The darkness is always at the bottom of the castle. Okay. So, Johnny ist tot. Aber nichtsdestotrotz wird er durch. So, Gray, was hast du? Can't knock enemy back. Die haben beide keinen Trade. Okay, durch eine der beiden Ladies. Jojobo. Hat gar keine Effekte. Und du bist ein Barbar. Du kannst Kritz landen. Aber du hast so ein riesiges Schwert, was mich verteidigt. Sind wir Lady Theresa, würde ich sagen. Dankeschön. Und verteil nochmal unsere Punkte. Alter, wie viel Geld wir haben. Hm. Ich würde sagen, wir schauen erstmal zum Schmied. Hallo, Herr Schmied. Und schauen erstmal, dass wir unsere Ausrüstung hochkriegen. In sämtlichen Hinsichten, weil... Mehr Rüstung, gleich mehr Verteidigung. Ich muss natürlich schauen, wie viel wiegt ein Umhang. 15. 10% Crit Damage. Na, das brauche ich nicht. Ah, die Verteidigung nehme ich gerne. Beziehungsweise, das hat alles noch keine... Alles hat Armor. So, jetzt habe ich mir die schon mal geholt. Du machst nur Mana stärker. Hm. Du machst Leben. Ding, dann hole ich dich auch noch. So, jetzt haben wir schon mal einen goldenen Helm. Blaue Schultern. Und ein schönes Schwert. Und schauen doch mal, was wir jetzt mit unserem Gold machen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt mal den Architekten. Der die Festung vom Verwandeln aufhalten kann. Hat 50 Gold gekostet, wo ich es mal gesehen habe. So, Barbar. Barbarischer König. Und dann kann man Feinde wegpusten. Und Attack up. Hm. Das brauchen wir sowieso dann später wahrscheinlich, um den Boss zu besiegen. Aber ich denke, wir gehen erstmal auf Leben. Nochmal, oder? Ich denke, ja. Machen wir einfach mal Leben schon mal auf 5. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr. So. Jetzt wollen wir schon mal 255 Leben. Und hier mit ihm können wir reden. Greetings, boy. You wanna know a cool fact? I'm crazy.
This lever here? With a simple pull I can prevent the castle from changing. This way you can go through exactly what you... Wie ich gerade rede. Through exactly what your ancestors went through. Impressed? You should be. How did I build this fantastic contraption? With science, of course. And magic. Mostly magic. Want me locked down? No. Aber wir wollen nochmal in der nächsten Folge in das Schloss gehen mit Lady Theresa. Lady Theresa. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Zombie.